Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Stevie. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier Futter angeliefert bekommen. Die erste Ladung habe ich händisch schon hier reingefahren. Es wurde auch schon ein bisschen aus dem Futtermischer genommen, aber der ist, glaube ich, noch nicht einmal gefahren. Wie gesagt, das ist, die Tiere werden auch so versorgt, wenn er nicht fährt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du hier reinkommst. Das sieht gut aus. Lädst du auch ab? Ja gut, bleibt natürlich stehen. Kommt hier der nächste schon. Wasser abladen. Da habe ich hier jetzt zwei Kurven gemacht. Eine, die ein bisschen diagonal geht, die an dem vorbeigeht. Warte mal. So. Und habe die da ein bisschen weiter rausgezogen. Und die normale ist halt hier rum. Aber der füllt da gut Wasser ein. Die könnten wir auch ausstellen. Ach. Können wir schauen, was haben wir denn noch im Klärwerk? Weil Klärwerk muss ja leer werden, so ungefähr. Ach, da haben wir noch 300.000. Da kann der ruhig hier weiterfahren. Abwasser ist ja auch noch 200.000. 30.000, da kriegen wir auch nochmal 200.000 Wasser rum. Aber die Kurse habe ich jetzt mittlerweile eingefahren. Stroh ist voll. Zur Info, also ihr könnt, wo habe ich es jetzt? Probeweise hier, könnt ihr auch Ballen reinschmeißen. Loses oder Ballen, beides ist verbaut. Der Ballen geht jetzt langsam weg. Mal gucken, halb. Ob wir den Futterroboter nochmal fahren sehen. Dann machen wir mal die Türen zu. Dann sehen wir das auch. Weil da haben wir ja keinen Kurs eingefahren. Mist haben wir auch schon ein bisschen. So, können wir die Türen zumachen. Aber wir können vielleicht nochmal die Planen hier aufmachen. Gehen nämlich auf beiden Seiten. So. Wobei hier nicht wirklich viel zu sehen ist. Weil dann haben sie ein bisschen Durchzug. So. Aber hier ist ja noch ein bisschen Wiese noch. So, was steht noch an? Ich wollte noch ein bisschen Ballen sammeln. Dünger, Gülle, ja gut, die lassen wir leer laufen. Raps haben wir nicht mehr, müssen wir auch leer laufen lassen. Abwasser schalten wir dann wieder aus, also da ist keine. Und die anderen. So, ja, der Kuhstall ist jetzt rausgefallen. Der neue. Ich habe aber mittlerweile den Viehanhänger verkauft. Ich glaube, da fahre ich lieber mit unseren. Einmal umstellen auf Ballen.
Dann machen wir hier die schon mal weg. Er müsste noch eine Reihe essen hier. Da vorne steht er, glaube ich, wieder. Weil ihm irgendwelche Ballen im Weg liegen. Oder? Ne, er fährt sogar noch, aber... Ich glaube, wir haben ihm jetzt einen großen Dienst erwiesen. Wie viel Platz haben wir noch? Noch 12 Ballen haben wir noch Platz. Nehmen wir die beiden auch noch weg. Einmal kurz abladen und neu laden. Und schauen wir mal, wo die eigentlich hin müssen. Ja gut, das werden wir nicht hier sehen, sondern wo ist die Mission? Zu BGA Süd. Gibt es denn anderes als Ballen? Nein, wer hätte auch das anders erwartet? Und unser alter platzierbarer Kuhstall hat auch noch für 3 Tage Butter. Also die würde ich gerne auf jeden Fall einigermaßen verbrauchen. Aber ich würde auch jetzt mal hier stoppen. Lass ihn nochmal ausladen. Ich würde gern aus dem alten Kuhstall... die Milch abholen und die bitte zum Labor bringen. So, du kannst das glaube ich schon mal fahren, oder? Das war Zuckerfabrik. Labor Wassermilcheingang. So. Und ich krieg nicht hier die Nummer. 2 Liter. So, hier habe ich den Futtermischwagen hingeschickt.
Du bist durch. Okay, dann bitte einmal zurück zur Werkstatt. Wie viel? Ich wollte mal hier bei den Tieren reingehen. Wie sieht das denn jetzt aus? Das ist der Kuhstall groß und das ist der neue. Okay. Wir haben jetzt 'n immer noch welche, die in der Geschlechtsreife sind. Okay. Hier steht dann auch nur die 49.000, aber das ist ja okay. Wasser. Produktivität ist jetzt bei 100, aber die 10, aber die sollten ja so langsam steigen. Hast du aufgetankt? Nee. Was als nächstes zu überlegen wäre. Ups. Hab gedacht, ich hätte schon den Rückwärtsgang drin. Die Käserei. Aber die wird wahrscheinlich auch nicht günstig sein. Schauen wir mal. Nee, im Baumwollnuss. Produktion. Bäckerei. Das ist die Brauerei. Ja, die haben wir. Wo ist die? Das ist Kieswerk. Käserei, da ist sie. Kostet 1,4. Halle, Achtung, da müssen wir noch 1 Million dazu packen. Und weiter geht's. 34%, also noch zwei Fahrten, dann ist der Auftrag abgeschlossen. Wie viel Milch haben wir denn? Milch haben wir fast 100.000. Zwei Ladungen. Hätten wir eigentlich eine Ladung für die Käserei? Oder wir schauen einfach mal zum Labor. Labor hier. Siliermittel aus Milch. Lasst uns da nur, dann können wir die Produktion mal wieder anhauen. Leerpaletten sind ja genügend da, Strom auch. Dann noch mal kurz zum Tischler gucken. Hat der Tischler mittlerweile voll Strom? Wartung. Aber Strom ist noch nicht voll. Okay. So, aber was wir gemacht haben, was ich in der Zwischenzeit, du bist mit Milch voll, habe ich
die Werkstatt platziert, und zwar hier oben bei der Pelletsfabrik, wo ich gesagt habe, wo auch noch ein Holzfäller hinkommt. Hier habe ich die Werkstatt hingesetzt. Da wird jetzt aus Diesel und Bretterpaletten. Ich hatte 20.000 mal angeliefert, Wartung produziert, und die werden verteilt. So, du bist auf dem Rückweg wieder. Gut. Dann können wir hier die nächste Ladung gucken, dass wir hier mal gerade hochkommen. Möglichst. Die kurzen Bahnen fahren. Der ist angekommen, das ist die Ballenpresse. So, wie viel haben wir? Noch 10 Stück haben Platz. Dann müssten wir jetzt voll sein, richtig? Ja. Und wieder zurück. Hier wird abgeladen. Gut. Dann stoppen wir den mal hier. Ja, ich weiß nicht, warum hier Produktion, ja, möchte ich hin aktivieren. Für einen Tag. Aber ich glaube, wir können noch eine Lieferung machen. So, eine Lieferung können wir machen, weil so schnell kriegen wir die 1,4 Millionen ja auch nicht zusammen. Einmal auftanken noch. Die Käserei kommt ja hierhin, an dem Platz. Kannst noch mal fahren.
Gucken, dass wir hier noch mal eine Mischung machen. Und der Rest kommt jetzt Stroh. Und dann kann du losfahren. Mal gucken. Ups. Da sind wir genau richtig. Richtige Seite. Der Roboter müsste sich eigentlich bewegen, richtig? Dann gehen wir mal hier hin zu Besuch. Die Türen sind auf jeden Fall auf. Vielleicht haben wir ihn jetzt auch verpasst, aber der Roboter ist hier weg. Oh, der kommt schon wieder zurück und ja, jetzt stehe ich im Weg. Haben wir das Ende noch erwischt? Einmal mal ein Foto machen. Türen bleiben natürlich, ich meine jetzt offen. Wobei die zwei drüben ja generell offen waren. So, wie gesagt, er fährt hier raus, rückwärts, fährt hier rein, fährt dann vorwärts hier in den ersten Gang rein, kippt ab. Fährt hier rum, dreht hier hin und kommt in den Gang zurück. Muss man natürlich dann aufpassen, wenn man selber noch zufüttert, dass nicht in eine Quere kommen. So, die können wir aber jetzt wieder zumachen. Die Kühe haben genug Frischluft. Du bist schon wieder offen. Bist schon wieder fast da. Dann können wir hier ja gerade drauf zufahren. Ich glaube, passt das? Mit dir auch? Ja. Kurzen Wege nehmen.
So, die letzten Ballen. Jo, wir sind voll. Dann wäre der Auftrag ja schon abgeschlossen. Ach, da kommt gerade der. Futtermischwagen. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Oh, wer will wieder speichern? Wir haben noch drüben 35.000 Liter Milch. Hier fehlt aber noch ein Balken. Milch. Da ist Wasser vorgesehen. Ist dann mal zu gucken, ob wir da Milch abholen können. Dann würde ich sagen, fahr du noch mal einfach so. Zum Kuhstall. Wasser. Ich hoffe, da sind keine rausgefallen. Ne, sieht gut aus. So, kriegen wir jetzt voll. Und weiter geht's. Dann können wir uns ja schon das Geld holen. Was gab's dafür? 92.000. Abschließen. Ja, fehlt nur ein bisschen was. 900.000 für die Käserei. Der wird, glaube ich, ein bisschen brauchen, bis er da unten ist. Wie sieht es denn mit Abwasser aus? Können wir den eigentlich wieder losschicken oder lohnt sich das nicht? Ja, lohnt sich nicht. Nee. Das lohnt sich nicht. Aber ich habe hier gesehen, ich produziere momentan Wartung mehr als ich. Nee, das war nicht hier. Warum ich hier 1200 bei Kirsche und 1200, 12.000 und 12.000 Kirsche angezeigt bekomme, weiß ich nicht. Es sind die Booster sind nicht mit ange. Weil bei Birne habe ich ja die Herbizide nicht drin. Und 500 pro
Zyklus gibt es ja und 24 Zyklus gibt es pro Monat. Das sind die 12.500. Aber bei Kirsche bekomme ich eigentlich das Doppelte raus. Und bei Birne müsste ich, ja, 2, 4, 1, 18, 18.000 bekommen, weil ich ja 50% mehr habe durch durch den Dünger. Und hier habe ich ja beides, dann Dünger und Herbizide. Da kriege ich ja dann die 12.000 mehr und hier kriege ich 6.000 mehr. Aber es wird mir nicht angezeigt, obwohl es die aktuelle Fassung ist. So. So, die nächste. Hier. Gucken, dass wir voll werden. Sind wir voll? Wir sind voll. Da ist noch mehr als eine Ladung. Ich glaube. Die Ladung und die nächste werde ich noch verkaufen und dann werden noch ein paar Ballen übrig bleiben. Die werde ich dann zu unserer BGA bringen. Dann sind die weg. So, du kannst mal fahren. So, und wir wollen jetzt noch mal ausprobieren, ob ich Milch bekomme. Da kommt mir der Ballenfahrer entgegen. So, Klappe auf, würde ich sagen. Wir machen mal hier die Klappen auf. Ich glaube mal nicht. Also es geht. Die Tür muss auf sein, dann kommt der Trigger, glaube ich, raus. Darf man da nicht zu nah ranfahren. Aber das funktioniert. Also haben wir das auch geklärt. Dann bring die 36 Liter mal, damit du leer wirst. Dahin. Gucken, ob er jetzt auch den großen Bogen fährt. Müsste er eigentlich. Ja. Weil er mit dem großen Bogen ja eigentlich nicht an dem Wassertrigger vorbeikommt.
Sieht doch ganz nett aus, unser Kuhstall. So, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.